So, hallo zusammen. Wir sind wieder da mit Hannes, der super aktiv ist in der Community und wahnsinnig viel für Joomla 4 gemacht hat. Doch, doch. Genau, und der erzählt uns jetzt was über Smart Search. Ja, hallo erstmal. Jetzt hat jeder hoffentlich mein Gesicht gesehen. Ich schalte dann jetzt mal die Präsentation an. So. Wir fangen vorne an. Na komm. Der Titel der ganzen Geschichte oder der Inhalt jetzt der Präsentation ist, wie kriege ich jetzt meine Daten in Smart Search rein? Beziehungsweise Finder, beziehungsweise Suchindex, wie immer man das jetzt sprachlich kennt. Die alte Suche ist ja für jetzt nicht mehr Default bei Joomla 4 dabei. Die neue Suche oder die verbesserte Suche Smart Search ist für viele noch ein Buch mit 7 Siegeln. Deswegen versuche ich mal jetzt einfach wirklich für Entwickler kurz zu erklären, was da jetzt wie passiert. Erstmal zu mir. Ich bin Hannes Papenberg. Ich bin Freelancer, also käuflich. Ich bin seit 2005 irgendwie bei Joomla aktiv und aktuell als Leiter des Automated Testing Teams. Wohne in Münster. Meine Webseite sieht man da. Und wie man gerade gesehen hat, mein Foto ist absolut aktuell. Ich glaube, da liegen so 20 Kilo dazwischen, ne? Naja, wir fangen an. Was ist denn jetzt Smart Search? Das Ganze ist als Finder mal gestartet. Deswegen heißt es auch noch Com Finder. Dann ist es, wurde uns als wurde der Community das damals als Suchlösung von einer externen Firma sozusagen gespendet. Das waren Leute, die zwar auch in Joomla aktiv waren, aber eben die haben das erst als käufliche Erweiterung bei sich betrieben und das dann eben an das Projekt gespendet und haben gesagt, guck mal hier, vielleicht wollt ihr das bei euch integrieren. Und im Deutschen heißt das Ganze eben Suchindex. Das heißt deswegen Suchindex, weil es eben eine indexbasierte Suche ist. Sprich, wir durchsuchen nicht die ganzen Datenbanktabellen nach den Suchbegriffen, sondern wir haben einen Index aufgebaut, ähnlich wie Google, der dann durchsucht wird und dort eben die Ergebnisse, die wir dann zurückkriegen, die verweisen dann eigentlich auf die eigentlichen Inhalte. Vielleicht so aus historischer Sicht nochmal, dieses Finder war halt nicht komplett fertig in dem Sinne. Das hat wahrscheinlich für die Kunden, die die Firma damals hatte, hat das gut funktioniert. Aber es gibt halt diverse Ecken und Kanten, die sich dann, als das in Joomla 2.5 übernommen wurde, nach und nach gezeigt haben. Das Ganze ist auch ziemlich komplex oder war zumindest ziemlich komplex, weshalb viele oder weshalb sich wenige Leute dran getraut haben, da jetzt wirklich mal dran zu arbeiten und das zu verbessern. Deswegen hat das so ein bisschen ein Schattendasein gefristet bis jetzt. Und in Joomla 4 haben wir da jetzt eine ganze Menge aufgeräumt, haben da einiges verbessert. So dass ich da eigentlich jetzt ein gutes Gefühl dabei habe, das an die Allgemeinheit sozusagen rauszugeben und das auch allgemein zu empfehlen. Denn was Smart Search kann, es hat sozusagen eine Art Fuzzy Searching drin. Der Smart Search kann zum einen Suchvorschläge machen, zum anderen aber auch einen sogenannten Stemmer einsetzen und dann eben auch Wortstämme suchen. Sprich, statt nur nach hat, kann auch nach hat, hatte, haben, hätte und so weiter gesucht werden.
Und da werden halt dementsprechend die Ergebnisse gefunden. Des Weiteren bietet Smart Search noch die Möglichkeit der Taxonomies, also der Klassifizierung. Ich kann also verschiedene Sachen in den Suchergebnissen unterschiedlich klassifizieren. Neben der einfachen Sache, dass ich jetzt unterschiedliche Inhalte habe, wie Beiträge und zum Beispiel Produkte in einem Webshop oder solche Sachen, kann ich eben auch beliebige andere Werte für ein Suchergebnis speichern. Zum Beispiel Autoren, Tags, ja, oder was fällt mir jetzt noch spontan ein? Ja, die Kategorien, wo das dann drin verpackt ist, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie komme ich denn jetzt in diesen Index rein? Denn die Suche läuft eben ja nicht mehr ab wie in dem klassischen Com Search in bisherigen Joomla-Versionen, sondern also, dass ich während der Laufzeit meinen Datenbestand durchsuche, gerne irgendwie eine SQL-Abfrage mache oder sowas, die dann einfach bitte, was weiß ich, durchsuche die Content-Tabelle mit Intro-Text, Like und dann eben der Suchbegriff, sondern ich durchsuche ja den Index und diesen Index muss ich erst befüllen. Und das heißt, ich brauche für meine eigene Erweiterung eine Möglichkeit, um jetzt den Content in den Index reinzukippen. Da ist der Hauptpunkt die Indexerklasse. Ich habe das jetzt hier einfach mal mit reinkopiert. Ich kann mir einfach von dieser Klasse ein Objekt instanzieren und dann kippe ich dort meine Daten rein. Und dieser Indexer wird daraufhin dann alles machen, was notwendig ist, und das eben in den Index reinschreiben. Der hat auch Optimierungen drin, dass er Sachen nicht doppelt indexiert, und Sachen, die schon im Index drin sind, übernimmt er eben auch einfach so, macht er diesen ganzen Index eben nicht auch nochmal neu, sondern springt dann direkt zum Ende. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn jetzt in diesen Indexer meine Inhalte so einigermaßen strukturiert rein, dass der Indexer damit auf jeden Fall umgehen kann. Und dazu gibt es die Result-Klasse oder das Result-Objekt. Auch da habe ich das jetzt hier, den Klassennamen ganz stupide reinkopiert. Einfach von dieser Klasse ein Objekt instanzieren und dann eben weiter befüllen. Und dann kann der Indexer aus den Daten, die da drin sind, automatisch die Inhalte dann rausziehen. Das läuft dann folgendermaßen ab. Ich habe also pro Eintrag im Index habe ich ein Result-Objekt. Und ich kippe dort jetzt alle Daten eben in dieses Objekt rein, sprich mindestens einen Titel, eine Description, eine URL, eine Route und jetzt eben noch einige Informationen, wie ich denn jetzt die verschiedenen Inhalte bewerten soll. Ich kann beliebige weitere Daten hinzufügen. Smart Search hat vorgesehen, dass man dort auch Events und Produkte mit Preisen zum Beispiel hinterlegen kann und dementsprechend dann Smart Search ausbauen könnte, um damit zum Beispiel eine Preissuchmaschine sogar zu basteln. Aber das, was ich jetzt eben gerade aufgezählt habe, Titel, Description, URL und Route sind so die Basics, die notwendig sind. Ohne die geht es eben nicht. Ich meine, Titel und Description sind relativ selbsterklärend. Die URL ist ein wenig das Äquivalent zu einer ID. Ich gehe also hin und baue mir eine URL, die jetzt für dieses Objekt eindeutig ist.
Das hat den Vorteil, dass ich eben nicht jetzt einfach nur nach der ID in meiner Datenbanktabelle gehe, sondern ich habe dort schon drinstehen, okay, es ist jetzt die Komponente COM-Content mit der ID 25 und ja, das kann eine relativ beliebige URL oder ein relativ beliebiger String sein. Hauptsache, sie ist jetzt eben für den Index eindeutig. Es hat sich jetzt eben bisher so angeboten, dass man eben da einfach dann reinschreibt, Index. Oder das haben die ursprünglichen Entwickler so eingebaut, dass da eben drin steht, Index.php, Fragezeichen, Option gleich COM-Content, ID gleich sowieso, View gleich Artikel. Und dann weiß ich, okay, das ist eben jetzt ein Beitragseintrag im Index. Ja, der wird aber wirklich nur zur Identifikation dieses Eintrags verwendet. Das eigentliche Routing, also der Link, der dann in den Suchergebnissen angezeigt wird, wird eben über das Root-Attribut vergeben. Dort gebe ich also das ein, was zum Beispiel die Content Helper Query, ne, Content Helper Route Klasse ausspucken würde. Und gebe dort eben etwas ein, was ich in JRoute reinkippen kann und wo dann zum Schluss ein korrekter Link für meine Webseite dann rauskommen würde. Da ist wahrscheinlich am besten, wenn man sich das einmal dann in der Datenbank anguckt, im Index oder in den anderen Plugins, die es dafür dann gibt. Da kommen wir dann gleich zu. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben eben in unser Result-Objekt ein paar Sachen reingekippt. Zum Beispiel den Intro-Text und den Full-Text und noch ein paar Sachen in der Richtung. Woher weiß denn jetzt der Indexer, dass er das eben mit in den Index aufnehmen soll? Und da sehen wir dann einmal die Instructions. Da gibt es dann nämlich die Möglichkeit per Add Instruction und dann eben auswählen aus der Liste, die ich jetzt hier mit reinkopiert habe, und der Angabe eines Properties, also eines Attributs von dem Result-Objekt, was ich erzeugt habe, gibt das die Möglichkeit, dem Indexer zu sagen, behandle jetzt eben das Attribut Title eben als Inhalt, wie ich einen Titel verwendet haben möchte. Und für Text zum Beispiel würde ich jetzt hier sagen, Add Instruction Text Context und als Property eben dann Intro Text. Und dann weiß ich, okay, der Indexer wird jetzt das Attribut Intro Text durchsuchen und versuchen, dort drin Inhalte zu finden. Und das wird er eben mit dem Kontext Text in den Index aufnehmen. Was hat das mit diesen Kontexten bzw. diesen Instructions auf sich? Je nachdem, was ich für Inhalte habe, möchte ich die unterschiedlich gewichtet haben in meinem Index. Ich möchte zum Beispiel Wörter, die im Titel vorkommen oder in der Metabeschreibung, sollen höher gewichtet sein als was im normalen Text vorkommt oder was eben unter MISC jetzt hier zum Beispiel Comments dann vorkommt, dass das muss eben nicht so hoch gewertet werden wie die Inhalte von Meta oder Title. Und deswegen möchte ich das natürlich entsprechend eingruppieren. Ich müsste ehrlich gesagt jetzt gerade nachgucken, aber eigentlich müsste es für jedes dieser Kontexteinträge, die man hier jetzt sieht, auch im Backend eine Möglichkeit geben, das unterschiedlich zu gewichten, wo ich dann eben sagen kann, okay, was im Titel ist, das soll eben, weiß ich nicht, mit dem Faktor 5 gewichtet werden,
Wenn es nur im Text vorkommt, reicht der Faktor 1. Und wenn es unter MISC auftaucht, dann ist es halt vielleicht Faktor 0,5 oder sowas. Da kann man dann eben auch an den Suchergebnissen sozusagen drehen und das eben verbessern oder noch modifizieren, in welche Richtung man da gehen möchte. Wie gesagt, es gibt jetzt ein paar Default Instructions. Der Indexer guckt eben nach den Attributen, die jetzt hier aufgeführt sind. Title, Subtitle, ID, Summary, Body, Meta und so weiter. Und versucht die erstmal zu lesen. Habe ich aber eben weitere Inhalte, dann kann ich die eben dort über Add Instruction noch mit hinzufügen. Des Weiteren haben wir eben diese Klassifizierungen, die Taxonomies oder vielleicht kann man sich das besser als Tagging merken. Die Taxonomies erlauben mir, ich gebe einfach einen Branch an, also zum Beispiel Tags oder Category oder Author. Ich kann dort einfach einen Begriff wählen. Und dann eben den Wert, den ich übergeben möchte. Und dann eben noch ein paar Sachen, ob denn jetzt das gerade freigegeben ist oder nicht. Da gibt es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier das als Tag, ich möchte meine Tags von einem Beitrag mit in den Index schreiben, oder einen Custom Field zum Beispiel, dann kann ich eben hier auch angeben, ob diese Custom Fields jetzt published sind, für wen die verfügbar sind und in welcher Sprache die sind. Und je nachdem, was ich dort dann angebe, kann ich eben auch auf einer mehrsprachigen Seite zum Beispiel Taxonomies nur für bestimmte Sprachen anzeigen oder eben nur, wenn ich eingeloggt bin, solche Sachen. Diese normalen Taxonomies oder dieses normale Add Taxonomy ist wunderbar für Sachen wie den Autor, was das jetzt für ein Typ von Inhalt ist, zum Beispiel eben ein Beitrag oder solche Geschichten. Das wird allerdings schwierig, wenn wir jetzt verschachtelte Sachen haben wie die Tags oder wie Kategorien. Dafür gibt es dann eben noch Add Nested Taxonomy. Dort gebe ich auch wieder einen Branch an, also einen Oberbegriff für eben jetzt diese Klassifizierung und muss dann ein Objekt übergeben, was diesem Immutable Node Interface entspricht. Das ist zum Beispiel Category Node, was wir in Joomla 3 hatten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Joomla 4 heißt. Und dort wird er sich dann die entsprechenden Inhalte rausziehen, dass er den kompletten Pfad oder dass er alle notwendigen Teile dieser Verschachtelung eben sich dort rauszieht, um das dann mit an dieses Objekt dran zu heften. Wie gesagt, zum Beispiel bei den Kategorien ist das so implementiert, so dass ich eben jetzt in Joomla 4 auch verschachtelte Kategorien haben kann. Was ich jetzt hier noch nicht genannt habe, weil es ehrlich gesagt auch noch nicht so 100% funktioniert, ich kann in Smart Search nicht einfach jetzt nur einen Text in eine Variable reinschreiben und dann war es das und das indexiert er dann, sondern Smart Search bietet auch die Möglichkeit an, dass ich von Streams zum Beispiel die Daten einlese, wenn ich von irgendwo extern zum Beispiel einen Wetterbericht damit reinbauen möchte oder ähnliche Sachen, dann kann ich eben ein Stream auslesen von einer externen Datenquelle und kann den in diese
in den Index mit reinschreiben. Das ist dann schon ein bisschen advanced. Und was Smart Search auch anbietet, ist, dass ich eben nicht nur HTML-Inhalt dort einlesen kann, sondern eigentlich beliebige andere Inhalte. Und das ist etwas, woran ich arbeite für hoffentlich Joomla 4.1, wahrscheinlich eher Joomla 4.2, dass wir auch die Unterstützung haben, um zum Beispiel PDFs einzulesen oder Doc-Dateien und Excel-Dateien und solche Sachen. Da gibt es also gibt's ja fertige Klassen. Das ist nur momentan noch ein bisschen verbaut, wie es ursprünglich war. Und dann müsste man dann halt einmal das noch ein bisschen anpassen, dass er dann da eben auch solche Sachen unterstützt. Aber da könnte man aus meiner Sicht richtig coole Sachen machen. Ich habe auch mit dem Smart Search schon ziemlich coole Sachen gemacht. In früheren Präsentationen habe ich das auch erzählt. Ich habe diese ganzen Verbesserungen, die in Joomla 4 jetzt drin sind, habe ich zurückportiert in Joomla 3 in ein Plugin. Das Plugin kann man sich auf meiner Homepage beziehungsweise inzwischen besser auf GitHub runterladen. Und das lässt sich eigentlich relativ problemlos eben in Joomla 3 auch verwenden für eigene Erweiterungen. Ich habe eine recht schöne Webseite da für einen Kunden am Laufen, der hat dann da, ich weiß nicht, 15.000 Beiträge und PDF-Dateien drin und dann noch ein ja, Events und eine E-Learning-Plattform, die damit angebunden sind. Und ja, jetzt ist das Ganze ja ganz spannend, wenn ich jetzt mir in meiner eigenen Komponente dieses Result-Objekt zusammenbaue und kippe das dann in Smart Search rein. Das funktioniert theoretisch ja ganz gut, aber also in diesen Indexer rein. Aber effektiv gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Situationen, wo ich das eben alles bräuchte und wo ich vielleicht auch nicht unbedingt immer diesen Einfluss darauf habe, benutzt derjenige jetzt Smart Search überhaupt oder eben nicht. Und vor dem Hintergrund gibt es die Finder-Plugins. Es gibt die Gruppe. Die Plugin-Gruppe Finder in Joomla. Und die bieten eben die Möglichkeit an, dass ich einfach mich an die Plugin-Events mit dranhänge und dort zum Beispiel auch für Erweiterungen von Drittentwicklern, die vielleicht Smart Search gar nicht unterstützen, dann eben die Möglichkeit habe, das in den Index mit aufzunehmen. Letztendlich, es gibt ein Content-Plugin, das Finder-Content-Plugin. Dieses nimmt die normalen Content-Events, also On-Content, Before-Save, After-Save, After-Delete und so weiter, und setzt die nur auf dieses On-Finder, Before-Save, After-Save und so weiter um. Mehr macht das nicht. Und dann kommen aber eben diese Finder-Plugins zum Spiel. Und dort gibt es wiederum eine eigene Klasse, die eben schon eine ganze Menge Sachen vorbereitet. Die Klasse habe ich hier auch aufgelistet, ne, basierend auf Joomla Component Finder Administrator Indexer Adapter. Diese Klasse hat eine ganze Menge Hilfsfunktionen und was ihr aber implementieren müsstet, würde ich jetzt gerne einmal kurz jetzt hier vorstellen noch. Da haben wir eben On Finder Before Save. Vielleicht müsst ihr irgendwas vorbereiten, Sachen überprüfen. Ist denn jetzt noch dieses Tag hier zum Beispiel, ist das noch published oder ist das gesperrt? Dann normalerweise After Save. Dort wird dann eben der Inhalt in den Index geschrieben. Da wird eben dieses Result-Objekt erzeugt und dann in den Index reingeschrieben.
On Finder After Delete. Hier lösche ich dann meinen Inhalt wieder aus oder meinen Eintrag wieder aus dem Index. Change State, wenn sich eben der Status geändert hat, sprich, ich habe das auf Unpublished gestellt oder ich habe die Zugriffsberechtigung geändert. Und Category Change State, wenn das sich eben für eine Kategorie geändert hat. Weil wenn ich jetzt eben eine Kategorie ja nicht mehr veröffentliche, soll natürlich das auch aus dem Index, sollen die Inhalte der Kategorie auch aus dem Index rausfliegen. Dieser Adapter oder diese Klasse für die Plugins möchte vor allen Dingen erstmal zwei Methoden haben, einmal die GetListQuery und einmal die Index-Methode. GetListQuery erzeugt mir ein Query-Objekt für eine SQL-Abfrage, wo eben schon entsprechend alles drin vorbereitet wird von meiner Seite als Entwickler. Ich baue das eben jetzt alles zusammen und jetzt geht diese Adapter-Methode oder die Adapter-Klasse, Entschuldigung, geht jetzt hin, nimmt sich dieses Query-Objekt und sagt so, je nachdem, was ich jetzt mache, ob ich jetzt nur einen einzelnen Inhalt hole oder ob ich jetzt mehrere Inhalte gleichzeitig holen möchte, ich erwarte, dass der Haupttable mit A bezeichnet ist. Und dass der Hauptkey, der Primary Key, ID heißt. Und dann gehe ich eben hin und sage, okay, ich möchte jetzt indexieren für das Item, für den Content 35. Also frage ich jetzt, setze ich bei diesem Query-Objekt dann, sage ich einen Where A-ID gleich 35. Das funktioniert in den meisten Fällen, aber es gibt eben auch Fälle, wo das nicht funktioniert, wo ich vielleicht gar keine SQL-Abfrage habe oder wo ich eine komplexere SQL-Abfrage habe, die jetzt da schief laufen würde. In den Momenten müsste ich dann eben hingehen und GetItem bzw. GetItems überschreiben und eigene Sachen implementieren. Für die Fälle, wo man das alles nicht machen muss, kann ich eben weiterhin GetListQuery verwenden. Der Finder wird nicht einfach das nehmen, was in dem $Row oder in einem Table-Objekt übergeben wurde an Daten, sondern es lädt sich das selber nochmal aus der Datenbank raus oder aus der Datenquelle. In den Events habe ich normalerweise eben mache ich einen Aufruf, wo ich sage, indexiere mir bitte Item zum Beispiel 35 und dann wird eben im Hintergrund werden diese Daten aus der Datenquelle ausgelesen und eben in dieses Result-Objekt reingeschrieben. So dass ich dort konsistente Daten habe, nicht irgendwelche anderen Abhängigkeiten, ja, und insgesamt sicher sein kann, dass das Ganze auch in der Suchumgebung dann funktioniert. Vielleicht sollte ich nochmal erklären, weshalb denn dieses Result-Objekt so wichtig ist. Da werden jetzt einige Leute vielleicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber dieses gesamte Result-Objekt wird serialisiert und dann auch in den Index mit reingeschrieben. Und wenn ich jetzt etwas suche und das wird wieder ausgegeben, dann wird im Frontend eben dieses serialisierte Objekt wieder deserialisiert und mit dem, was dann in diesem Result-Objekt drin ist, kann ich dann eben im Frontend meine Ausgabe steuern und erstellen. Sprich, wenn ich zum Beispiel Bilder von in einem Beitrag mit drin haben möchte oder in meinen Suchergebnissen,
Dann muss ich im Indexierungsprozess die Pfade zu diesen Bildern mit in das Result-Objekt mit reingeschrieben haben, damit ich da dran komme. Alternativ müsste ich dann sonst im Frontend für jedes Suchergebnis diese eben nochmal einzeln aus der Datenbank rauslesen. Mit ja, Getlist Query, ich denke mal, das erklärt sich, wie gesagt, relativ von selbst. Das ist so ein bisschen angelehnt eben an die Listenansichten oder Listenmodelle, die wir im Joomla Backend haben. Und man kann eben damit mit GetContentCount ist eben eine Methode, die der Adapter mitbringt. Damit sagt er automatisch, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, in dem ganzen, in dieser Datenquelle sind 500 oder 1000 Beiträge drin. Und GetItem lädt eben einzelne Beiträge, GetItems lädt eine ganze Reihe dieser Beiträge oder dieser Daten in Result-Objekte. Und dann haben wir eben die Index-Methode. Das ist eben das, was ihr selber implementieren müsst. Hier drin sagt ihr so, diese ganzen Daten habe ich jetzt im Result-Objekt. Ich füge vielleicht noch weitere hinzu, wie zum Beispiel die Tags, wie Kategorien, wie die Pfade zu irgendwelchen Bildern oder solche Sachen oder auch Custom Fields. Das wird dann eben in der Index-Methode gemacht. Und ganz zum Schluss von dieser Index-Methode geht ihr eben, sagt ihr jetzt, okay, und jetzt in den Indexer einmal dieses ganze Objekt hier indexieren. Da guckt man sich am besten einmal an, was eben im Core gemacht wird. Das ist inzwischen relativ aufgeräumt und ich hoffe mal verständlich. Aber ja, ihr müsst im Endeffekt, wichtig, was ihr implementieren müsst, wenn ihr eure eigene Erweiterung mit in den Smart Search Index reinbringen wollt, ist Getlist Query und Index. Die Adapter-Klasse macht sonst fast den ganzen Rest für euch. Außer ihr habt eben ein bisschen was Außergewöhnliches, dann müsst ihr eben gucken, dass ihr andere von den Methoden, die ich hier aufgelistet habe, eventuell noch selber implementiert, selber überschreibt. Generell, falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne irgendwie dazwischen rufen. Ich versuche die gerne zu beantworten. Vielleicht auch noch zur Erklärung, weshalb wir diese Finder-Plugins brauchen. Wir könnten das ja auch einfach in unserer Erweiterung dort reinkopieren, wenn wir Sachen in der Datenbank, in unserer eigenen Datenbank abspeichern, dann könnten wir einfach den Indexer eben aufrufen und das da alles reinkopieren. Das hätte allerdings den Nachteil, dass der Indexer nicht von sich aus den Index einmal komplett neu bauen kann. Das heißt, gehe ich hin und habe zum Beispiel einen Fehler im Index oder ich sage, ich habe ganz viele Sachen mit irgendeinem Tool aus der einen Datenbank, aus der einen Joomla-Installation in eine andere Joomla-Installation rüberkopiert, will das jetzt auch alles im Smart Search Index drin haben. Dann kann ich ja eben im Backend hingehen und sagen, kopiere mir dort bitte indexiere mir jetzt einmal die komplette Seite. Und in dem Moment ruft eben Smart Search diese ganzen Finder-Plugins auf und lässt die alle ihren kompletten Inhalt einmal indexieren. Ja, für diese Fälle sind eben diese Finder-Plugins wichtig. Das können wir nicht einfach nur so in unserer eigenen Erweiterung laufen lassen. Aber man kann eben außerhalb der Finder-Plugins, wenn man will, wenn man jetzt ein Skript sich zum Beispiel baut, auch selber einfach diesen Index befüllen, eben über, ich erstelle mir ein Result-Objekt, ich
schiebe das in diese Indexer-Klasse rein, in das Indexer-Objekt. Und ja, dann gib ihm. Grundsätzlich möchte ich mich wie bei jedem Smart Search Vortrag bei dem Sponsor bedanken, die sehr großzügig das unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass wir das jetzt in Joomla 4 haben. Da ist also viel Zeit und Arbeit reingeflossen, die eben Cloud Access unterstützt hat, damit wir als Community davon profitieren. Ja, und dann wäre die nächste Frage, hat jemand Fragen? Wenn ihr Fragen habt, dann kommt doch einfach zu uns auf die Bühne. Traut sich wohl keiner. Ich weiß, ich habe sehr viel geredet. Ich hoffe, es hat jemandem geholfen. Es ist ein bisschen was hängen geblieben. Da sehe ich schon Applaus. Vielen Dank. Ja, gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank. Danke dir für deinen tollen Vortrag. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier machen wir ja die Bildschirmfreigabe weg. So, genau, kommt noch viel Applaus. Und jetzt macht er die Kamera nicht. Ah, weil doch, da. Guck jetzt mal. Aber, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, super. Genau. Ja, danke.